Die Kfz-Technik hat in den vergangenen Jahrzehnten eine rasante technische Entwicklung zurückgelegt. Doch was sich, trotz aller Formensprache und Technik unter dem Blechkleid, von der Erfindung des Automobils bis heute gehalten hat, sind Cabriolets. Damals wie heute verlassen sich die Insassen auf ein Stoffdach. Für dessen Wartung und gegebenenfalls Reparatur ist das Sattlerhandwerk zuständig. Auch unter dem Dach greifen diese Handwerker zu, so bei der Überarbeitung von Autostühlen oder dem gesamten Interieur. Ein Fall für Sattlermeister Thomas Hörter aus Mayen, der gerade ein 60er Jahre Mercedes Cabrio wieder in Topform bringt. Was durch seine Hände geht, ist Teil eines automobilen Traums und sieht am Ende wie neu aus. Thomas Hörter über den Werdegang und Alltag des Familienbetriebes. Wir führen das Unternehmen jetzt in der dritten Generation. Mein Vater Edi Hörter ist auch noch im Betrieb ein wenig tätig. Und ich habe den Meisterbrief 1994 bei der Handwerkskammer Regensburg gemacht und führe das Unternehmen selbstständig seit dem Jahr 2000. An unseren Standorten hier in Mayen und in Koblenz in der Filiale beschäftigen wir insgesamt 9 Mitarbeiter, sowohl in der Produktion als auch in der Verwaltung im Büro. Was diese 9 Mitarbeiter täglich unter ihre Fittiche nehmen, sind kleinere Blessuren, wie diese eingerissene Cabrio-Heckscheibe, aber auch Komplettrestaurierung von Fahrzeugen. Wir machen vom Kfz-Sitz, also von dem ganz normalen Autositz, bis hin zum Cabrio-Verdeck über Bootsplanen. Wir fertigen textilen Sonnenschutz, aber auch Speziallösungen für die Industrie, Lärmschutz, Hitzeschutzmaßnahmen werden hier bei uns im Haus gefertigt. Dabei überzeugen die Mainener Sattler mit ihren Leistungen, aber auch dem Preis, denn sie greifen mit Erfahrung dazu, wo das Sattlerhandwerk gebraucht wird. Reparieren statt wegschmeißen heißt die Devise. Das spart Geld, aber auch Zeit und schont darüber hinaus die Umwelt. Nach der Demontage des beschädigten Teils dient dieses als Vorlage für die neue Heckscheibe und wird durch die Sattler auf einen Rohling, der gegen Kratzer geschützt eingepackt wird, übertragen. Arbeitsgänge, bei denen jeder Griff im Team sitzt, denn der Austausch einer Cabrio-Heckscheibe ist hier Alltag, wie Thomas Hörter berichtet. Das machen wir relativ häufig. Das kommt in der Saison, vor allem in der Zeit, wo es nachts noch ein bisschen kälter ist, recht häufig vor. Die Leute machen morgens ihr Dach auf und die Scheibe war nachts gefroren und es macht Knack und die Kunststoffheckscheibe ist gebrochen. Das kommt in der Zeit relativ häufig vor, ja. Mit einem Heißluftföhn werden Beulen und Verwerfungen in der alten Scheibe begradigt. Dann wird die beschädigte Heckscheibe an der Verbindung zum Stoffdach perforiert, aber noch nicht herausgeschnitten. Die alte Scheibe wird als Vorlage auf die neue Heckscheibe aufgelegt und angepasst. Schließlich mit Nägeln fixiert. Beide Scheiben, die alte und die neue, liegen nun übereinander und treten ihren Weg durch die Werkstatt zur Spezialnähmaschine an. Bei Hörters befindet sich die gesamte Technik eines modernen Sattlerunternehmens unter einem Dach. Das garantiert kurze Wege und keine Einschränkungen bei der Umsetzung der Kundenwünsche. Mit speziellen Fäden, die auch nach Jahren noch wind- und wetterfest sind, wird nun die neue Scheibe mit dem Cabrio-Stoffdach vernäht. Auch hierbei gilt, Erfahrung und Augenmaß sind bei diesem Arbeitsgang unersetzlich. Seit Beginn der Arbeiten um das Stoffdach sind bei Hörters gerade einmal 60 Minuten vergangen. Wie es mit der Cabrio-Heckscheibe im Sattlerunternehmen weitergeht, dazu später mehr. Doch zunächst öffnet sich die Werkstatt eines anderen Kfz-Unternehmens aus Mayen, das sich weniger auf weiche Polster und hochwertige Verdecke spezialisiert hat, als vielmehr auf den puren Motorsport. Spartanische Inneneinrichtung und mächtig viel Power unter der Haube, das ist der Alltag bei Mintgen Motorsport. Dodge Viper und 10-Zylinder-Motor heißt das Zauberwort. Nicht das gemütliche Cruisen mit dem 60er-Jahre-Cabrio, sondern vielmehr die Zeitenjagd auf der Rennstrecke stehen hier im Vordergrund. Luxus sucht man in diesem Rennwagen vergebens. Die Motorhaube des 300 km/h-Wagens wiegt gerade einmal 3 Kilogramm. Darunter schlummern 570 PS, die den Wagen in 3 Sekunden von 0 auf 100 katapultieren. Teamchef Michael Mintgen über die Wurzeln seiner Motorsportleidenschaft.
Also ich habe den Motorsport in die Wiege gelegt bekommen. Mein Vater ist früher schon Rennen gefahren und so hat mich die Faszination Virus Motorsport gepackt. Und ich würde mal sagen, als 7-8-Jähriger habe ich mich schon auf Nürburgring rumgetrieben und habe mich schon für die Fahrzeuge fasziniert. Dann begann ich mit 15 mein erstes Mofa zu frisieren. Ich konnte niemals die Hände von Technik lassen und so hat sich das Ganze dann ausgebaut. Also mein Unternehmen habe ich gegründet 1994 mit dem Schwerpunkt Motorsport. Wir machen natürlich auch normale freie Werkstatt, Reparaturen für jedermann, ein bisschen Reifendienst und halt eben auch elektronische Motorsteuerung. Und ansonsten beschäftigen wir uns ja mit dem Aufbau, Betreuung von Viper-Fahrzeugen. Da haben wir uns in den letzten 2-3 Jahren schon drauf spezialisiert und auch einen sehr großen Kundenstamm mittlerweile. Über einen sehr großen Kundenstamm und eine gute Auftragslage kann sich auch die Mannschaft um Sattlermeister Thomas Hörter freuen. Und damit zurück zur Reparatur des Cabrio-Heckfensters in seinem Unternehmen. Hier wird nun der Überstand des neu eingenähten Kunststofffensters mit der Schere zurechtgeschnitten und so auf Maß gebracht. Damit sind beide Scheiben, die alte und die neue, deckungsgleich. Mit geübten Handgriffen wird anschließend die defekte, an den Rändern bereits perforierte Scheibe entfernt. Darunter befindet sich die neue, durch Kunststofffolie geschützte Heckscheibe. Die Wege von alter und neuer Scheibe im gebrauchten Cabrio-Verdeck trennen sich nun. Und auch wenn die neue Scheibe aufgrund der schützenden Folie bislang nur wenig Durchblick bietet, ist nun alles für die Montage am Auto bereit. Nach nicht einmal 2 Arbeitsstunden tritt dieser Teil des Cabrio-Daches letztmalig den Weg durch das Handwerksunternehmen an und wird passgenau wieder am Heck des Daches eingesetzt. Nach dem Einbau erfolgt der letzte und wohl angenehmste Arbeitsschritt. Die Schutzfolie wird abgezogen und gibt den Blick frei auf eine handwerkliche Spitzenleistung und auch den durch das Stoffdach.